Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ihr seht, ich habe gerade wieder ein Video gedreht und zwar ein etwas anderes diesmal, aber wenn der Vlog online ist, dann sollte auch das Video schon online sein. Also schaut da gerne mal vorbei, ich vergleiche ein paar Cover. Mir ist jetzt aufgefallen, dass mein Freund mir letztens eine Kerze mitbestellt hat, die ich euch noch gar nicht gezeigt habe und ich denke, das wird mal definitiv Zeit. Es ist nämlich Crimson Park von Kringle. Und das war einfach so ein Spontankauf, weil eigentlich wollte mein Freund sich selber so ein Parfümfläschchen irgendwie kaufen. Und das war da im Angebot. Und es war nicht das Einzige, was da im Angebot war, denn die hatten auch noch Duftkerzen. Also ich hätte noch so viel mehr kaufen können, egal ob Yankee oder Goose. Da war ja alles reduziert. Aber ich habe gedacht, okay, Anna, nicht übertreiben, du hast jetzt schon so viele Kerzen gekauft und du möchtest nicht, dass dein Schrank total explodiert, was der eh schon tut. Ja, und deswegen habe ich mich dann für eine Kringle-Kerze entschieden, weil ich tatsächlich gar nicht mehr so viele habe von Kringle und ich einfach so schockverliebt in dieses Cover war, also hier in dieses Label. Und ich erzähle euch mal, wie das denn duften soll, denn hier steht, dass es die Duftkerze Crimson Park begleitet sie auf einen Spaziergang durch einen herbstlichen, kaminroten Park und lässt sie eine facettenreiche Mischung aus warmen und sinnlichem Weihrauch, rotem Ahorn, Eiche und Leder erleben. Abgerundet wird der Duft Crimson Park mit Gewürzen, Lavendel, Eukalyptus und einem Hauch von Zitrusfrüchten. Und genau das war, glaube ich, das, was mich ein bisschen irritiert hatte, weil die meisten Düfte, die ich habe, die so sind, die sind eher so ein bisschen schwer, haben vielleicht noch was Abfälliges irgendwie drin oder auf jeden Fall so ein bisschen Richtung Erde, Moos, das riecht man schon. Aber hier kommt einem einfach noch so ein bisschen was Frisches hinterher. Also es riecht zwar schon so nach diesem etwas schweren Waldigem, aber gleichzeitig also merkt man schon dieses Eukalyptus und dass da halt noch dieses Frische von den Zitrusfrüchten und sowas drin ist. Und die Kombi fand ich sehr interessant, weil das mal in eine ganz andere Richtung geht und ich habe so viele Herbstkerzen. Die eine Hälfte riecht nach diesem typischen Kürbis-Zimt-Duft oder Apfel, so in die Richtung. Und das andere riecht nach Gewitter, Regen, dieses typische männliche Duschgel-Zeug. Also ich habe das Gefühl, in die beiden Teile driftet das besonders ab. Und deswegen bin ich froh, dass ich die jetzt habe, weil die halt so ganz anders duftet. Ich bin gespannt, wie sie warm ist. Ich weiß nicht, ob ich sie dieses Jahr schon anzünden werde oder ob ich erst versuche, meine anderen noch aufzubrauchen. Aber die habe ich auch noch nicht so aktiv gesehen. Deswegen wollte ich sie euch nicht vorenthalten. Also meine Kerzensucht wurde befriedigt. Aber jetzt werde ich erstmal den Flo wieder aus dem Schlafzimmer rausholen, denn der verzieht sich ja immer nach drüben, wenn ich hier drehe. Hat ja jetzt auch endlich Feierabend und ich mache jetzt auch Feierabend, also Homeoffice ist abgehakt, Video ist abgehakt und jetzt ja, mal gucken, was wir noch machen, ob wir noch was essen oder sonst was, denn dieses Wochenende ist tatsächlich endlich mal wieder ein Wochenende, wo nichts ansteht, wo ich keine Termine habe, wo wir nirgendwo hin müssen und das ist auch mal ganz schön, deswegen mal schauen, ob es eher so ein ruhigeres Herbstwochenende wird, weil das Wetter draußen ist auch nur noch dunkel und regnerisch. Ich liebe es gerade. Ach nee, wir gehen morgen noch essen. Das habe ich vergessen. Ja, also wir gehen morgen auf jeden Fall essen. Aber ansonsten, also ist halt nichts so Wichtiges geplant. So, deswegen mal schauen, was das Wochenende einfach mal so bringt. You make me nervous. I think I might be hooked on you. To me, it seems like you like me too. We can take it slow, make sure we do this right. Canceled all my plans to be with you tonight. So just sit with me, talking to the night until the morning. Mystery, I don't think I ever wanna go. Come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. You make me anxious. I think I might be stuck on you. I love the things you did for me, it seems like
dropping clues. There's no need to rush, so let's just take our time. Dropping everything, 'cause you're stuck on my mind. My mind. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think. Ja, irgendwie ist der Arbeitstag heute nicht so geil gewesen. Deswegen bin ich ein bisschen bedröppelt und möchte jetzt lesen. Wie gesagt, ist mir alles scheißegal, ich lese jetzt. Und da habe ich mir natürlich das Buch hier zur Seite genommen, Cursed Love von Tanja Vosen. Einfach, weil ich finde, Tanja strahlt immer in ihren Büchern. Also die Geschichten, die machen einen so richtig happy. Und ich bin ja auch schon ganz gut, also ein bisschen weitergekommen seit letztem Mal. Ich bin jetzt bei Seite 170. Und es ist immer noch so zuckersüß. Also wenn man irgendwie einen schlechten Tag hat, finde ich, da kommen Tanjas Geschichten immer so daher und machen einen irgendwie wieder ein bisschen glücklicher. Ich hoffe, dass das jetzt auch der Fall ist. Aber bis jetzt, wie gesagt, finde ich es sehr cool. Und wenn ich Lust habe oder nicht mehr so auf Cursed Love Lust habe, dann möchte ich das Secret Book Club weiterlesen. Da habe ich unseren ersten Abschnitt ja beendet jetzt am Wochenende. Ich bin noch nicht ganz so drin. Also viele lieben ja dieses Buch. Ich finde es bis jetzt ganz interessant. Ich mag, dass es aus zwei Perspektiven erzählt wird. Also wir haben ja hier hauptsächlich ein Ehepaar, das jetzt kurz vor der Scheidung steht, weil die sich ziemlich verkracht haben. Und mir gefällt es einfach, dass wir seine Perspektive haben, aber auch ihre. Und dass man teilweise dann auch merkt, wie unterschiedlich die an Sachen rangehen oder wie unterschiedlich die über Sachen nachdenken und warum das eigentlich so eskaliert ist. Das finde ich schon sehr interessant. Bis jetzt denke ich mir aber auch teilweise wieder, dickköpfige Leute, aber egal. Mit dem Buchclub bin ich jetzt noch nicht ganz so drin. Ich habe zwar so ein bisschen die Einführung gehabt, aber ja, es fesselt mich noch nicht so sehr und ich glaube, ich brauche einfach noch ein paar Seiten, aber es ist ja auch völlig legitim. Es ist auf jeden Fall schon so weit, dass ich denke, ja, ich möchte wissen, wie es weitergeht, aber ich bin noch nicht so ganz überzeugt. Deswegen, ein bisschen Zeit habe ich noch, da werde ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen weiter drin lesen und ja, während ich jetzt gestern einen schönen Herbsttag hatte, also wir waren ja tatsächlich gestern auch mal draußen spazieren an einem Sonntag, das ist selten. Ich bin eigentlich nicht so die Spaziertante, aber ich hatte ein bisschen Lust zu laufen und ja, heute war wieder 24 Grad und Sonnenschein. Aber das soll ja nur jetzt so warm werden, es soll ja wieder bergab gehen mit den Temperaturen und auch Regen kommen. Ich meine, Regen ist wichtig, ich mag Regen zwar auch nicht, wenn ich raus muss, sondern eher, wenn ich drin bleiben kann, dann finde ich Regen super. Wenn ich raus muss, eher nicht so. Aber es ist, glaube ich, schon mal ganz gut, dass es nach dem ganzen Sonnenschein und nach der ganzen Hitze auch mal wieder ein bisschen Regen gibt für den Boden. Ja, deswegen, ich denke mal, heute werden wir unser Gemüse-Gnocchi-Blech noch machen. Und ich werde jetzt nach dem Lesen oder vielleicht so auch mal wieder die Switch anfassen. Irgendwie habe ich die echt lange nicht mehr in der Hand gehabt. Ich will nicht wissen, wie es bei Animal Crossing aussieht. Ich glaube, da wohnt schon gar keiner mehr und es wuchert alles nur noch an Unkraut. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Aber ja, ich mache es heute auf jeden Fall ruhig und gemütlich, denn Laune ist im Keller. Und jetzt mache ich schöne Sachen. Sagte ich Gnocchi-Blech. Burger, Veggie, Fleisch und Pommes. Ist doch fast so wie ein Gnocchi-Blech, oder nicht? Wir haben heute so einen richtigen verregneten Tag. Und dadurch, dass ich heute Homeoffice habe, stört es mich auch gar nicht. Da finde ich es eigentlich ganz schön, wenn es so ein bisschen ja, diesig ist und ein bisschen kühler und kuscheliger. Das ist schon ganz in Ordnung für mich heute. Und jetzt habe ich, genau, Feierabend. Ich war gerade noch duschen, Haare waschen. Und jetzt wollte ich noch ein bisschen mit euch quatschen, denn ich habe richtig, richtig Glück wieder mit Zalando. Also ich habe eigentlich kaum schlechte Erfahrungen, aber ich hatte mir jetzt mal was gegönnt, was auch ein bisschen teurer war. Das kam aber über einen externen Partner. Also die haben ja nicht nur was aus ihrem Lager, sondern da können ja auch andere Verkäufer ihre Waren anbieten. Und das habe ich schon im August wieder zurückgeschickt, weil das leider nicht gepasst hat. Da war ich auch ein bisschen traurig. Ja, auf jeden Fall ist es ja schon Ende August wieder da zurückgekommen und dann habe ich irgendwann die erste Mahnung schon bekommen, wo ich da dachte, okay,
hat sich wahrscheinlich überschnitten, bis das da verarbeitet wird und so weiter, alles gut. Na, aber jetzt hatte ich die zweite Mahnung gestern in meinem E-Mail-Postfach und das heißt, ich werde die auch bald in meinem Briefkasten haben. Ja, dass weder eine Rückzahlung, weder eine Zahlung noch eine Retoure dort angekommen sei. Das fand ich ja schon komisch, also habe ich eine E-Mail hingeschrieben und habe gesagt, hey, ich habe ja auch noch die Sendungsnummer, ich habe das auf jeden Fall abgegeben, es wurde auch angeblich beim Empfänger abgegeben. Ja, deswegen ist schon längst da. Und dann habe ich heute eine Nachricht bekommen, dass ich irgendwie so eine, ja, so eine Erklärung irgendwie abgeben muss. Also ich musste dann sowas ausdrucken, sollte ich meine Daten, da stand dann oben so Name, Adresse und so weiter und dann ob ich die Sendungsnummer noch habe, beziehungsweise den Beleg dafür. Gut, habe ich ja der Packstation abgegeben, habe ich ja alles online. Und was für ein Produkt und wann ich es da abgegeben habe und so weiter. Und dann halt eine Unterschrift. Da habe ich das alles eingescannt, habe einen Screenshot gemacht von meiner Sendungsverfolgung aus der DHL-App, habe es da hingeschickt, kam dann irgendwie 2 Stunden später wieder, ja, das ist leider nicht richtig, das Paket wurde an eine Postfiliale oder Packstation gesendet, deswegen muss diese Adresse da oben drin stehen. Da dachte ich mir auch so, toll, woher soll ich das denn wissen? A, ihr habt doch meine Rechnungsadresse, das ist ja die gleiche. Und B, stand das ja dann nirgendwo. Ich dachte nur, es geht jetzt darum, dass ich das mit meinen persönlichen Daten nochmal bestätige. Ja gut, ich das nochmal ausgedruckt, nochmal ordentlich ausgefüllt mit der Postfiliale obendrauf. Ja, jetzt haben die gesagt, die haben es jetzt wieder an den Versandpartner da, haben sie es weitergeleitet und warten jetzt auf Antwort. Jetzt bin ich mal gespannt, ich weiß nicht, was sie für eine Antwort wollen. Im Endeffekt, ich habe den Nachweis, Gott sei Dank, da steht es drin. Wenn sie das da nicht finden oder es an irgendwen abgegeben wurde, keine Ahnung, kann ich ja da nichts für. Ja, deswegen warten wir jetzt mal ab, was da passiert, aber hatte ich auch noch nicht. Dass ich da sowas ausfüllen musste und dass es komplett angeblich futsch ist, ist auch für mich Neuland. So, ich werde mich jetzt noch hier hinsetzen und in Cursed Love weiterlesen und werde es mir so noch kuschelig machen. Denn, wie gesagt, bei dem Wetter habe ich keine Lust auf irgendwas. Und Gott sei Dank steht auch nichts wirklich Wichtiges an, außer später noch Essen, aber alles gut. Ja, und deswegen beende ich den Vlog auch, damit ich ihn morgen schön schneiden kann. Und wünsche euch noch einen schönen Tag bis dahin, eine schöne Zeit, wie auch immer. Und vielleicht sehen wir uns ja in einem nächsten Video wieder. In dem nächsten Vlog oder in irgendeinem Bücherkram, was auch immer ich da poste. Macht's gut.